Seit dem Beginn der Besetzungen patrouillieren überall die weißen Jeeps des RWE-Sicherheitsdienstes. Auch wenn die erste Besetzung des Waldes im November 2012 geräumt wurde, haben wir den Wald doch nicht ganz RWE überlassen. Auch im Sommer 2013 wurden die befahrbaren Wege im Wald so verbarrikadiert, dass der Sicherheitsdienst, Jäger und Polizei nicht mit ihren Autos hindurchkamen. Das verschaffte uns eine relative Kontrolle und Sicherheit über unseren Lebensraum und den der anderen WaldbewohnerInnen. Auch für Spaziergehende bedeutete es mehr Ruhe. Ab und zu schickte RWE Räumungsfahrzeuge in den Wald, um die Wege wieder freizumachen. Am nächsten Morgen standen für gewöhnlich alle Barrikaden wieder da, wo sie hingehörten. Als die Fahrzeuge von RWE eines Tages jedoch blockiert wurden, nahm die Polizei dies zum Anlass, ihre Muskeln spielen zu lassen. Sie nahmen etliche Menschen willkürlich fest und schickten sogar eine Hundestaffel und einen Helikopter raus, um den Wald zu durchsuchen. Tatsächlich fanden sie einen Menschen im Wald, der von dem riesigen Aufgebot nichts mitbekommen hatte. Nach einer unerklärlich brutalen Festnahme wurde er auf der Polizeiwache weiter misshandelt. Kicking, punching, pressure points. Cuffs too tight. Forget everything. Why am I being taken away? What's the charge? One of them put his hands over my eyes and also my nose and my mouth, so I couldn't breathe. I could just, through his fingers, see some other police standing around. So I try and mumble through the hand, you know, helfer, helfer, I gotta breathe, you know. And he let me breathe a little at this point. And so I start saying, why are you doing this? What is going on? You know, I don't know what's going on. What is happening? Why are you treating me so brutally? And at this point, this officer starts to speak to me a little more in English and says, the more you talk, the more pain. So anyway, they get me to the police station, which I think is in Duren. I say I won't speak to them, I won't answer any questions without a lawyer or a translator. I don't get a lawyer or a translator. One of the police says, I am your translator, but his English was like, you know, he couldn't understand half of what I was saying. So, and also, how can he be a translator? He's a policeman. You know, this is not an unbiased translator. It's okay, so they get me to the fingerprint machine, you know, the computer machine thing. And I have my hands locked like this, saying, no, I don't want to give you my fingerprints. You're being too brutal, you know. Tell me why I am here and what's going on. And they start to prize my thumbs and fingers away. You know, there are four of them, there is just one of me. It's not a lot I can do. And they say, if you don't give us your fingerprints, we will break your fingers. When they get my finger on the thing, I move it, so it's smudging the fingerprints. So, you know, they get really, really angry and start to brutalize me even more. But this, you know, this next thing, really, I cannot believe that this happened. It's like something from Nazi Germany, really. Really, what the hell is going on in this country when the police behave like this? One of them comes behind me with his arm in the crook of his elbow into my windpipe here and starts to squeeze to cut off the blood supply to my brain so that I realize that I'm starting to pass out. I'm starting to, you know, faint. I'm starting to black out. And I say, I'm blacking out. What the fuck, you know? At which point, the other one, who was the guy who was taking the fingerprints, punches me right in the solar plexus. The next thing I know is like I'm coming out of a dream. I'm thinking, oh, where am I? It's like some heavy drug or something like that. Really, I'm coming around and I'm thinking, oh, what's going on? What's going on? And then I realize, what the fuck just happened to me? You know? They make me unconscious. They squeeze my neck so until I pass out, just so they can get my fingerprints. I don't know how much longer, I'm still struggling to try and piece everything together, you know, because my consciousness has been disrupted. They took my fucking mind away, you know? And then they come and they say, okay, get your stuff, you can go.
No charge, no papers, nothing, but yet all of this brutality. You know, this is Germany. This is the reality for many people. I'm sure I am not the only one that this has happened to. And I would like to appeal to people, anyone who this has happened to, we need to catalogue this and we need to let people know how the police are operating here. Ich habe nie in dieser Gesellschaft voller Unterdrückung und Zwängen leben wollen. Doch sich zurückzuziehen war nie eine Option. Schließlich gibt es viele, denen es so oder so ähnlich geht, und es gibt unzählige potenzielle Verbündete, die es zu suchen gilt und mit denen ich Teile meines Weges gemeinsam gehen kann. Auf einer Besetzung zu leben, hat mir weitere Augen geöffnet. Es gibt nichts schönzureden. Staat und Kapitalismus wirken auch zum Teil in unseren Strukturen. Mindestens genauso wirken verinnerlichte Herrschaftsmechanismen, wie die Unterdrückung aller nicht-männlichen und nicht-weißen Personen oder die Unterdrückung allen nicht-menschlichen Lebens. Aber all diese Unterdrückungsformen haben keinen uneingeschränkten Zugang. Es gibt keine formellen Hierarchien oder Autoritäten, die uns zurück auf die vorgeschriebenen Bahnen zwängen. Und viele von uns bekämpfen diese Mechanismen auf die eine oder andere Art. Und die Autoritäten von außen? Allein die Existenz unserer Besetzungen sollte eine Kampfansage sein. Und als solche wird sie auch verstanden. Dass die Polizei mit Einschüchterungsversuchen nicht weiterkommt, sollte sie spätestens im Spätsommer erleben. Das Klimacamp und Reclaim the Fields brachte ca. 600 Menschen in das Dorf Mannheim am Hambacher Forst. Es soll in einigen Jahren abgebaggert werden und steht bereits jetzt halb leer. Die Stadtverwaltung überzog das Camp mit allen möglichen Verboten, so zum Beispiel ein Kampierverbot für die dafür vorgesehene Wiese. Die Quittung kam prompt. Kriegen wir nicht die Wiese, nehmen wir uns halt die Häuser. Eins der vielen leerstehenden Häuser in Mannheim wurde besetzt und zum Veranstaltungsraum erklärt. Als die Polizei räumen wollte, besetzte eine Handvoll Menschen das Dach des Hauses. Erst spät in der Nacht gelang der Polizei durch das SEK die Räumung. Ein paar Tage später hingen aus etlichen leerstehenden Häusern Banner. Ein Großaufgebot von mehreren Hundertschaften belagerte kurzerhand das gesamte Dorf. Nur um festzustellen, dass es sich um Scheinbesetzungen handelte. Wir stehen hier auf der Brücke. Unter uns ist die Hambacher Kohlebahn. Das ist eine Bahn, die vom Tagebau Hambach die geförderte Kohle in die Kraftwerke bringt. Es sind auch Aktionstage angemeldet, wo die Kohlebewegung hier im Rheinischen Braunkohlerevier hoffentlich mit vielen Menschen treffen wird. Es war ein regelrechter Marathon für die Ordnungshüter. Nachdem die Kohlebahn blockiert wurde und in mehreren umliegenden Städten weitere Schauplätze des Kohlefilzes Ziel von dezentralen Aktionen wurden, sank möglicherweise ihre Motivation. In den letzten Tagen des Reclaim the Fields Camps wurde schließlich der Hambacher Forst wieder besetzt. Die Polizei behauptete lediglich, es gäbe keine neue Besetzung. Es sei alles ein PR-Gag. Doch das gab uns nur noch mehr Zeit zum Aufbau. Und als sie es schließlich nicht mehr leugnen konnten, reagierten sie nur mit einer halbherzigen Räumung der Barrikaden und der angefangenen Hütte auf dem Boden. Die Baumhausstadt Monkey Town wächst seitdem. Thank you.
Who are the real criminals here? Yeah. You know, look at the mafia that run the place. They are the people committing crimes against nature and against humanity. Yeah. Humanity should evolve to be less criminal. You make laws, you become criminal. The laws are made to protect the rich and their interests, which are criminal interests, against nature and against humanity, and against the wider family. The so-called rich and the so-called wise people, the people who have power, make the laws. These are the most corrupt people. And yet, they have their enforcers, like the police and the judges and politicians, constantly making new legislation and statutes and things like this. These laws are made by the most corrupt, lying individuals on the planet. The people that wage wars for resources. The people that don't think twice about sending an armed force into another country to steal its resources, to kill civilians en masse. You know, and yet people still obey these people. They still seem to think that they are somehow wiser than themselves. I think this is the step that we have to take to realize that, of course, these people are not wiser than us. They are just more cunning, more devious, and more brutal. That is all. When we wake up to this truth and the people stand against it, then I think we have the power for real change.